Guten Abend, Gratulation an Jeff und Patrick und die Mannschaft. Ich denke, wir haben bald gesehen, warum Düsseldorf momentan der Mannschaft zu spielen in der DEL ist. Wolfsburg vielleicht die beste Mannschaft momentan in der DEL ist. Wir haben momentan wenig Selbstvertrauen im nächsten Spiel, das sieht man. Wir haben versucht jetzt am Wochenende in erster Linie defensiver zu spielen, besser defensiv im eigenen Boden zu stehen. Ich denke, das ist uns gelungen am Wochenende, am Freitag gegen Hamburg und heute, weil wir einfach von einer Sturmreihe leben, von einem Überzeugung leben. Und Dwayne Mercer und ich haben jetzt öfter gesagt, wenn der Oberreihe in einem Wochenende nicht 5 Tore schießt, dann werden wir gar keine Chance haben. Und wir müssen irgendwas finden, wo wir zumindest mal noch ein Tor für die Reihe finden, so wie es letztes Jahr der Fall war mit Vici, James und Collins. Und deswegen haben wir wieder alles neu gemischt jetzt am Wochenende, um irgendwas auszuprobieren. Und man hat deutlich gesehen, dass es uns nicht gelungen ist. Und deswegen stehen wir da, wo wir stehen können. Vielen Dank. Jeff, dann Stephen. Guten Abend. Ich fand heute, dass wir beide Mannschaften gut angefangen haben. Es war ein intensives, hartes Spiel. Und wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass wir die Tore geschossen haben. Augsburg hatte genauso viele Chancen früh im Spiel, es hat auch anders ausgehen können. Im zweiten Drittel, wir haben dann solide gespielt, wie wir es vorhatten. Und dann im letzten Drittel, das war so eine, habe ich nicht gerne angeschaut, muss ich ehrlich sagen, im letzten Drittel für uns. Wir waren für meinen Geschmack zu passiv und ich weiß nicht, ob die Jungs müde waren, aber wir haben was wir vorhatten, nicht getan im letzten Drittel, aber trotzdem die 3 Punkte zu Ende gefahren. Und das war schön, aber nicht wie wir im letzten Drittel gespielt haben. Gibt es Fragen bei der Trainer? Jeff Reuter zum ersten Mal auf dem Eiswagen mitgefahren, glaube ich. Wie war's? Es war schön, die Zuschauer auch heute zu hören. Die haben Stimmung gebracht. Wir wollen immer noch mehr haben, aber die da waren heute, haben eine gute Stimmung gemacht. Patrick, eine Frage an dich. Wie hast du das Spiel gesehen? Tabellenführung, bedeutet das irgendwas für euch oder achtet man da gar nicht drauf? Das nur für die Zuschauer. Ja, ist natürlich schön, dass wir jetzt oben stehen, aber das kann sich ganz schnell wieder ändern. Die Liga ist so nah beieinander. Es sind viele Mannschaften, die um den ersten Platz spielen und wir können sicherlich mit dem Wochenende zufrieden sein, aber nächste Woche geht es wieder weiter. Wir sind in Köln Freitag, wird kein leichtes Spiel werden. Und ja, wir müssen einfach da machen, wo wir jetzt aufgehört haben, von Spiel zu Spiel denken und dann uns oben festsetzen. Ich glaube, die Trainer haben euch gerade Text freigegeben für Dienstag. Guck da nur, stimmt gar nicht, ne? Ist das wenigstens eine Belohnung, für die man dann spielt? Ja, sicherlich schön, wenn wir Freitagabend dann mal frei haben, aber wir wissen auch, dass wir trotzdem weiter hart arbeiten müssen. Und wir werden den Dienstagabend dazu nutzen, ein bisschen zu regenerieren und uns dann wieder voll und weiter konzentrieren. Und heute Abend am Radio sitzen nach Hannover anfangen? Ja, das ist egal. Nicht egal. Heute Abend ist egal. Gibt es noch Fragen? Oder verabschieden wir uns bis nächsten Sonntag? Dann schönen Tag noch für heute und gestern hinter einfach.